Hallo Stefan, willkommen zum zweiten Block der organisationalen Transformation. Im ersten Block waren wir bei den People, bei den Menschen in der Transformation. Jetzt gehen wir in die Zukunft. Future Business, New Work sind Themen, die uns doch tangieren, die uns auch immer weiter begleiten werden, die auch in der Veränderung eine Relevanz haben. Wenn wir mal über die Grundsäulen von New Work sprechen, so wie du es verstehst, vielleicht auch aus der Retrospektive nochmal, was sind so deine Grundsäulen, die du aktuell für wichtig empfindest? New Work ist ja ein Begriff, der jetzt, glaube ich, mal so in der Breite die letzten 3 bis 5 Jahre ja sehr stark beleuchtet wird, angekommen ist, diskutiert wird, benutzt wird auch. Ja. Und New Work hat verschiedene Aspekte, die, glaube ich, mit Räumen zu tun haben. Also zum Beispiel, wie arbeiten wir? Also Places sagt man ja so oft. Ja. Wie sind die unterschiedlichen Typologien, die wir in Arbeit haben und wie spiegelt sich das in der Arbeitsweise wider? Wie bauen wir Barrieren ab, wie fördern wir Kreativität, wie bringen wir Menschen zusammen, um sich auszutauschen. Also das ist das, was man in den Architekturkonzepten sieht. Das Thema Achtsamkeit, also Würde in der Wirtschaft, Achtsamkeit miteinander umgehen, New Leadership, das Thema Purpose und Why, also die Sinnhaftigkeit dessen, was wir denn auch tun, spielt immer eine stärkere Rolle. Also es hat ganz viele, viele verschiedene Facetten. Ich würde es aber noch ein bisschen weiter zurückdenken noch. Ich bin das erste Mal Ende der 90er mit New Work in seinen Ursprüngen eigentlich in Berührung gekommen. Und wenn man noch ein bisschen weiter guckt, Fridtjof Bergmann, also wenn es einen geistigen Vater gibt, dann würde ich Fridtjof Bergmann als ihn bezeichnen. Der hat ja Mitte, Ende der 70er Jahre in den USA die ersten Zentren der neuen Arbeit damals aufgebaut. Und er hat Arbeit ja neu gedacht, dreigeteilt. Und zwar, er hat sie in einem Drittel in Lohnarbeit, also das, was wir verdienen, im einen Drittel in der Erwerbstätigkeit, aber auch so, das ist so ein Peer-to-Peer, ein Tauschgeschäft. Also ich bin Gärtner, du bist Handwerker und wir tauschen unsere Leistungen. Und er hat ein Drittel ja so beschrieben, das zu tun, was du wirklich, wirklich, wirklich tun willst. Ja. Was wir heute wahrscheinlich mit Purpose übersetzen würden. Und wenn man diese neuen Zentren und die Denke anschaut, dann sehe ich New Work wesentlich holistischer. Also es geht nicht nur um coole neue Büros, ein bisschen Tischkicker und Billard einzuführen, sondern wirklich anders nochmal auf das System Arbeit zu gucken. Ja. Jetzt bist du ja jemand, der auch in die Zukunft denkt. Und du hast ein tolles Buch geschrieben, Future Business Kompass. Wenn du mir mal ganz kurz diesen Begriff Future Business und vielleicht auch speziell nochmal den Begriff der Enkelfähigkeit ein bisschen näher bringst. Ja, ich glaube, die Enkelfähigkeit lässt sich sehr, sehr gut auch beschreiben, was wir spätestens in Breite auch wieder mit Fridays for Future erlebt haben. Ja, wo junge Schüler, Jugendliche auf die Straße gegangen sind und gesagt haben, hey, wir sind diejenigen, die in der Welt leben müssen. Ja. Wir haben Nachhaltigkeitsziele weltweit vereinbart, die wir erreichen wollen. Wir haben ein Klimaziel definiert und die Politik hat das definiert, was wir gemeinsam erreichen wollen. Macht euch endlich auf den Weg. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz starke Botschaft, die auch dort rüberkommt. Und an die Verantwortung, den Planeten enkelfähig zu hinterlassen, zu appellieren. Das ist, glaube ich, was da dabei ist. Und was ja daraus entstanden ist, ist schon atemberaubend, würde ich sagen, in vielerlei Hinsicht diskutiert. Und was ich mit Future Business meine, ist, wie lässt sich das jetzt denn übersetzen, auch in Handlungen, in konkrete neue Gestaltungen, entweder bestehende Unternehmen, die in der Transformation sind, und viel, viel stärker auf das Thema Umweltschutz, Plastikvermeidung, ethisches Führen oder eigentlich zurück zum ehrbaren Kaufmann, was wir ja alles schon kennen, da ist ja oft vieles nicht neu, zurückkommen. Und wesentlich bewusster damit umgehen als aus einer rein kapitalistischen Denke. Ja. Nachhaltigkeit ist ja auch kein Zustand, sondern eher dann auch der Nachhaltigkeitsprozess. Und wenn man jetzt mal dein Buch sieht, Future Business, ich habe es so als Expedition gesehen, als Reise. Ja, und dann hast du ja, und damit sich keiner verirrt auf der Reise, hast du ja so einen Future Business Kompass initiiert. Wie müssen die Entdecker in der Zukunft denn diesen Future Business Kompass lesen? Ja, welche Richtungen zeigt er? Und wie kann ich oder wie können wir als Menschen den auch gebrauchen, sowohl vielleicht privat als auch im Bereich von Wirtschaft oder besserer Wirtschaft? Ein Kompass hilft ja immer, in bestimmte Richtungen zu gehen oder Felder und neue Gegebenheiten zu erforschen Mein Kompass oder der Future Business Kompass hat 4 Dimensionen. Das ist die eine Dimension der Unternehmen, der Corporates, die Dimension der Gesellschaft, Dimension des Individuums und die Bildung.
Und häufig gucken wir sehr isoliert auf Themen. Ich sage immer, jeder findet sich in seiner Filterblase zurecht. Du in deiner, ich in meiner. Also ich glaube, ein großes Ziel ist, dass wir alle rauskommen aus unserer Filterblase und holistisch drauf gucken. Weil wenn wir sehen, was wir im Privaten machen, haben wir eine gewisse Auswirkung auf die Gesellschaft, auf die Nachbarschaft, auf die große Gesellschaft. Wir haben aber natürlich als Individuum Einfluss ja in den Unternehmen, in denen wir agieren. Genauso haben Unternehmen Einfluss auf die Mitarbeiter, die arbeiten, und auf die Gesellschaft. Also ich möchte sehr einen holistischen Blick drauf geben und Bildung als eine Klammer, und ich glaube, ihr seid ja ein sehr, sehr gutes Beispiel ja auch dafür, was es heißt, zeitgemäß zu den Bedarfen der Studierenden Bildung letztendlich auch anzubieten. Aber wenn wir auf Schule, auf Studium, aber auch auf die Bildung in den Unternehmen gucken, dann brauchen wir, glaube ich, auch neue Konzepte, die das Ganze fördern. Ja, definitiv. Wenn wir jetzt besseres Wirtschaften nehmen, so rein logisch gesehen, ist es ja für jeden, hoffe ich zumindest, ja, doch eine Sache, die jeder versteht. Wie können wir denn Menschen begeistern? Wir hatten ja gerade schon mal über People gesprochen. Wie können wir Menschen für besseres Wirtschaften begeistern? Weil, auch da muss man ganz klar sagen, durchdrungen in der ganzen Gesellschaft ist es ja noch wirklich noch nicht. Ich denke, dass in der Situation, wo wir jetzt sind, wir bestimmte Sanktionen auch brauchen. Also eine Wirtschaft reagiert in der Regel nicht nur durch intrinsisch motivierte Führungskräfte und Topmanager, sondern durch bestimmte Sanktionen. Also haben wir ein CO2-Ziel und haben wir das Ziel, dass Unternehmen Deutschland und Europa emissionsfrei zukünftig produziert, dann müssen wir das was damit tun. Wenn wir darüber sprechen, haben wir eine CO2-Steuer, die wir als Bürger zahlen müssen, dann werden wir uns viel andere Gedanken machen, wie reise ich und wie sieht mein Fußabdruck entsprechend aus. Ja. Und ich glaube, wir brauchen manche Hilfsmittel wie solche, die zu dem positiven Gedanken, die wir haben und das, was wir verändern wollen, einfach gepaart werden und zusammenkommen. Mhm. Und natürlich immer wieder Beispiele. Wir lernen von Beispielen, wir lernen von Vorbildern, wir lernen von Menschen. Schon fast dann, ne? Und es gibt viele tolle Beispiele, und das ist ja auch ein Element im Buch, zu sagen, hey, deswegen Kopföffner, weil jeder hat in seinem Leben Kopföffner und sagt, Mensch, guck, das habe ich dort erlebt oder diejenige habe ich kennengelernt und das ist doch cool, lass uns das mal probieren. Ja. Ja? So, das meine ich mit Kopföffner. Okay, jetzt haben wir abschließend eine Frage, digitale Transformation. Wir haben viele Leute, die schon in die Zukunft schauen, die bei uns sind. Wenn du, ich würde sie mal Zukunftsdenker jetzt bezeichnen, was gibt es unseren Zukunftsdenkern mit auf den Weg, mit auf den Weg in die Zukunft? Also es ist sehr, sehr spannend. Ich habe ja eine gemeinnützige GmbH vor knapp 2 Jahren gegründet, die heißt Next Entrepreneurs. Ja. Und mit den Next Entrepreneurs arbeiten wir mit Schülern. Wir helfen den Schülern mit Start-up-Methoden, Probleme anders zu lösen. Und was ich dort sehe, ist, und das würde ich jetzt anderen Menschen mitgeben, weil das habe ich selbst sehr stark gelernt, ist diese Unvoreingenommenheit, auf Themen zuzugehen. Die unglaubliche Kreativität, Lösungen zu finden und auszuprobieren. Dieses Experimentieren, Ausprobieren, Erfahrungen damit machen und dann für sich feststellen, was macht's mit mir? Kann ich weitermachen? Kann ich nicht weitermachen? Kann ich es jemand anders geben, diese Idee? Dieses Gemeinsame, nicht in Egoismen zu denken, sondern in Ökosystemen zu denken. Gemeinschaft, das würde ich mitgeben. Und wenn wir über Innovationen nachdenken, ist Sprunginnovation jetzt so eine Begrifflichkeit, wirklich groß zu denken, wirklich eher in Moonshots zu denken, in großen, Google sagt ja immer 10x, also stell dir das vor, was du realisieren kannst und dann nimm es mal 10. Ja. Und jetzt kann man immer sagen, das ist so ein bisschen die amerikanische Kultur, aber es ist das, was wir uns eigentlich nicht vorstellen können, groß zu denken, weil wenn wir davon wieder einige Dinge abziehen, dann kommen wir zu dem, was wir auch wirklich realisieren können. Ja. Wir geben uns Mühe. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. War eine schöne Sache. Ja. Ja. Mache ich immer gerne wieder. Und zum anderen Thema lade ich dich sowieso nochmal ein. Super. Ja? Danke dir und allen Beteiligten viel Erfolg und gutes Gelingen. Und Future Business Compass einfach mal lesen. Genau.